Pikachu Park. Übrigens hat Pikachu, hat Pikachu gerade angeboten, Tims Wingman zu sein. Isn't that tot. A napalm? Smells like a case. Now it's getting interesting. What do you think happened, Pikachu? Just a barrier. I don't see any wounds or anything. Just seems to be unconscious. I don't see the necklace anywhere. If we investigate why it's unconscious, I bet we'll figure that out too. Der Fall nimmt Fahrt auf. Ja. Jetzt sind wir den ganzen Weg gefolgt und von der Kette fehlt immer noch jede Spur. Und obendrein ist Griffel jetzt auch noch bewusstlos. Was fällt ihm ein? Ja. Als Detektiv muss man immer einen kühlen Kopf bewahren und die Lage analysieren. Öffne dazu erstmal dein Notizbuch, so wie vorhin. Klick. Okay, finde die Halskette. This has all happened in a very short amount of time. Unfortunately, there have been some traces left behind. Which means we'll need to investigate the scene. Ich wollte gerade sagen, falsche Stimme. Ja, wieso? Ja, also, Dominika. Ja, richtig. Die halten sich da aber auch echt nicht dran. Wieso echt? Eigentlich? Was genau muss man bei einem alles machen? Ganz einfach, du untersuchst den Ort des Geschehens nach Spuren. Okay, ich versuch's. Genauer untersuchen, ja, schön. Wir haben hier... Mein totes Griffel. Mein totes Griffel. Da ist eine Flasche, eine Dose. Eine Softdrink-Dose. Ob Griffel sie wohl leer getrunken hat? Ich vermute eher, dass sie aus dem umgefallenen Mülleimer dort gekullert ist. Als er umfiel, muss sich der ganze Müll wohl auf dem Platz verteilt haben. Jetzt ist er leer. Außer, dass da ein totes Griffel liegt. Und Zeitungen. Und eine leere Dose. Leere Dose zur Gerichtsakte hinzugefügt. Eine zerknüllte Ausgabe der Morgenzeitung. Oh Gott, da steht Bild drauf. Verbrennen wir sie. Und daneben ein Foto von jemandem mit dieser Zeitung in der Hand und dem Big Ben im Hintergrund. Und auf der Rückseite des Fotos ist auch noch das heutige Datum. Lass mal sehen. Lösen Sie die schockierende Wahrheit über den Unfall auf dem vereisten Highway. Aus... Was? War da jetzt schon das... Ja. Okay. Außer der Schlagzeile kann man kaum etwas lesen, da der Großteil zerrissen ist. Zeitung zur Gerichtsakte hinzugefügt. Scheiße, ich hab kein... Verzeihung. Wir haben gar keine Soundbar. Ja, wir haben keine Soundbar. Sound... Ja, ich hab extra in Steam mir mal so eins runtergeladen, als es im Sale war. Soundpad heißt das. Jetzt muss ich es nur noch einrichten. Na toll. Wie wär's mit dieser Beere hier erstmal? Alles rot. Vermutlich eine Mischung aus Ketchup und den Überresten der Beere. Die Beere ist bestimmt tot. Vermutlich. Sehr gut beobachtet. Diese Beere ist übrigens ziemlich scharf. Ich glaube nicht, dass es sie essen wollte. Rote Beere zur Gerichtsakte hinzugefügt. Was das für eine ist? Beere. Die Beere? Hm. Schon gucken? Oder erstmal hier weiter? Nee, mach erstmal weiter. Okay. Wieso? Was für... Achso, was für eine Beere das bei Pokémon-Universum halt ist. Ach, das ist gut. Das, weil die haben ja Designs, aber die hieß jetzt hier einfach nur Beere. Ja, die hieß Rote Beere. Ich glaube, das ist eine Tamotbeere. Meinst du? Aber die sind ja doch eigentlich nicht scharf, oder? Aber ich würde es auch gerne mal sehen. Also zeig mal Tamotbeere. Ich würde da jetzt auch gerne mal investigativ gucken, welche Beeren... welche gab es denn da alles? Beerenliste. Ah, oh, ich habe die gerade auf einem Bild gesehen. Das ist die. Das ist die Tamotbeere. Ja, hier auf dem Bild ist die auch. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man es sehen kann. Ah ja, ist ja witzig. Es war tatsächlich eine Tamotbeere. Ja, und die wiederum ist eine Mutation aus der Prunus und der Citrobeere. Hilfe! Da lernt man richtig was. Und so sieht die aus Pappmaché aus.
Ja, zeig mal in die Kamera. Eine Tamotbeere aus Pappmaché. Schmeckt sehr pappig. So, dann mache ich mal weiter. Sein Schweif ist immer noch voller Ketchup. Schwere Verletzungen scheint es nicht zu haben. Aber warum ist es dann bewusstlos? Der Geschmack der Tamotbeere ist vor allem scharf und ein bisschen herb. Ah, ja, dann ist das gut, dass der das gesagt hat mit dem Schaf. Das ist ja... Oh, das ist ja cool. Wenn wir noch so eine Sache finden, dann sollten wir das immer mal einbauen. Ja. Ja. Ich habe mir wenige Bärendesigns gemerkt, aber die Tamot schon, weil die auch aussah wie eine Tomate so ein bisschen. Ja. Nur mit Stacheln. Nur mit Stacheln, ja. Eine scharfe... Oh ja, Stacheln sind scharf. Hm. Aber das ist, ja, naja, weil es ist eine scharfe Frucht und es ist in zweierlei Hinsicht scharf. Ja. Und wer einen Stachel hat, ist scharf. Schöne Worte. Stacheln sind scharf. Ach so. Ist ja eine Frage des Geschmacks. Wenn dich etwas pieksen kann, ist es dann nicht scharf. Mach weiter. Ja. Ach nee, ich muss ja was sagen. Du musst weitermachen. Vielleicht ist es von einem Ast gefallen. Ach so, weitermachen mit über scharfe Sachen zu reden. Und Äste. Und Äste. Okay. Erstmal den Bauch. Es hat lauter kleine Schrammen am Körper. Vielleicht war es in einen Kampf verwickelt. Oder Bondage. Oder Stachel. Da scheint etwas unter ihm. Haben sie jetzt umgedreht oder ist es einfach gefallen? Oh, das ist doch diese Heilfeder. Nee, diese, wie heißen die Federn aus Schwarz-Weiß und Schwarz-Weiß 2, die es dann auch später noch gab. Die man auf dieser Brücke. Prachtfeder. Prachtfeder. Aber das ist keine Prachtfeder. Da scheint etwas unter ihm zu liegen. Okay, jetzt kann ich das gar nicht mehr. Ja, gut. Was haben wir denn hier? Eine Feder. Die ist bestimmt scharf. Gute Arbeit, Tim. Schärfer als das Schwert. Ja, stimmt. Das wird uns bestimmt dabei helfen, den Übeltäter zu finden. Schwarze Feder. Was für eine Scheiße schon wieder in unserer Gerichtsakte rumliegt. Ja. Feder. Oh hier, Gras. Und eine zermatschte Tamotbeere. Solange sich nicht wieder ein Wohnwagen dazu gesellt. Kann mal bitte jemand ein Bild von dieser Gerichtsakte malen? Mit allem, was drin ist. Ich sehe das schon vor mir. Die stehen draußen. Hier, holt ihn rein. Blätter? Ja, sie sehen etwas mitgenommen aus. Nein, sie liegen da rum und die hat keiner mitgenommen. Zurückgelassen sehen die aus, ja. Sie sehen etwas zurückgelassen aus und stammen vermutlich von einem der Bäume. Bringen wir sie ihm zurück. Fall gelöst. Minuten später. Hier, Baum! Danke! Alles klar, ich würde sagen, wir sind hier fertig. Anzeichen für einen Kampf, die verschollene Halskette. Wir können wohl davon ausgehen, dass das Griffel von jemandem überfallen wurde. Von einem Mogelbaum. Aber wer würde so etwas tun? Ein Mogelbaum. Das versuchen wir jetzt herauszufinden. Du hast dir sicher gemerkt, auf was du bei der Ermittlungsarbeit alles achten musst. Nein. Jetzt wäre der einfache Modus gut. Halte Infos zum Fall und neue Erkenntnisse immer in deinem Notizbuch fest. Geht klar. Als erstes sollten wir herausfinden, warum Griffel bewusstlos ist. Schlagen wir es, bis es aufwacht. Oh, Herr Professor, sehen Sie mal eine Katze. Fangen wir sie. First issue at hand is who or what could have attacked the A-bomb. Whoever did that probably has the necklace, you see? When you investigated the scene,
Did you happen to find any potential clues to the culprit? Die Blätter. Die Feder. Ich würde sagen, die Feder. Aber wir können ja mal die anderen Sachen durchprobieren. Der Müll. Vielleicht war es ein unserer Tütox. Also, ja. Und wir haben eins gesehen. The trash can nearby is tipped over. It could have fallen over when the APOM was attacked. Beere, mal gucken. Vielleicht war es ein Pottrott. Vielleicht sollte es verschärft werden. So I guess it's possible that APOM was trying to take out its opponent with the berry. Or perhaps there could be some other reason for it. Tja, wer weiß. Die Blätter, natürlich, die waren das Rätsels Lösung, eindeutig. The leaves, huh? I'd like to say you noticed something interesting. But I'm afraid that I can't. Just the leaves by themselves are a weak clue. Am Ende waren es die Blätter. So, what about the black feather? This is just a theory. Maybe a game theory. And got attacked by the owner of the black feather. Does the feather call to mind a certain characteristic of the culprit? Wieso schon ein gepanzertes Turtok? Gibt es ein gepanzertes Pokémon mit Federn? Naja, in dem Spiel noch nicht, aber wie hieß denn die Panzeron? Panzeron. Wenn man so will. Und dann gibt es ja noch Kramor. Aus Schwertschild. Die dritte Entwicklung von Micro. Muss ich googeln, habe ich echt nicht mehr im Kopf. Oh. Kramor? Kramor. Ah, jetzt bin ich dabei. Jetzt weiß ich, wie es aussieht. Ich google es trotzdem, dann kann ich es wieder zeigen. Ja. Mhm. Ach, nicht Videos, Bilder. Hä? Ja. Hä? Was ist das denn? Einkaufen zum Kramor. Da kann man mit dem Kopf rein. Oh, cool. Und die Zunge ausrollen. Oh, zeig das. Wieso mal. Haben die sich da eingerollt? Zeig das, das ist viel cooler als ein Kramor. So. Warum? Das ist. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, warum man das machen sollte, aber es ist einfach cool. Es ist wunderschön, muss ich sagen. Was? Was zum... ...1,60, so wie ein normaler Japaner halt, von der Länge her. Wow. Die Zunge. Okay, die Zunge rollt sich aus, du kannst da drauf liegen und kannst dann... ...hast den Kopf dann in seinem Mund. Das ist genial. Ziemlich cool. Ja. Noch mal größer. Aber auch das, wo man drauf liegt, da war doch eins, wo das mit den 130 cm oder 160 cm oder wie auch immer. Hier. Ja, zeig das mal. Okay, so. Wollen wir mal ein gefiedertes Pokémon anklicken? Klick mal ein gefiedertes Pokémon an. Yes, no doubt about it. This feather is from a Pokémon. Von dem Geist aus Lavalier. Here's what we should do. Let's go around the park and we'll search for who this feather belongs to, also right? Knogger. That will be the first step in our investigation. And when you see Pokémon with feathers, be sure to jot them down. Okay, let's get going. Just make sure you keep up.